Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Combiner Wars Power Glide in der Scout aka Legion Class. Und ja, diese Figur ist einfach auf seinen Autobots eine Pflichtinvestition für mich gewesen, denn die Figur war schon immer mein Lieblingscharakter. Und ja, sie hat damals in Generation 1 sogar eine eigene Folge bekommen. Und diese Figur bietet nicht nur die Möglichkeit, sie in ein Flugzeug zu verwandeln, sondern hier auch für die Voyager-Figuren den Waffenmodus. So, bevor wir jetzt aber zu der Figur übergehen, zeige ich euch natürlich wie immer, was einmal mit dabei ist. Wir haben einmal hier diese Powerglide-Charakterkarte von IDW. Die Figur ist wirklich sehr akkurat übernommen worden, diesmal vom Design. Und ja, man kann aber natürlich nicht sehr viel falsch machen. Und ja, dann dazu haben wir noch diese schicke Anleitung. Die Anleitung hat hier einmal den Combiner-Modus mit drin. Und was das Besondere an dieser Figur ist, zeige ich euch jetzt. Ihr habt hier ganz normal die Verwandlung zum Flugzeug abgebildet. Und hier die Verwandlung zum Blaster. Wir haben hier unten den Blaster abgebildet. Und ja, ich finde diese Idee einfach nur geil. Wir haben hier drei Läufe. Das Zielvisier und einen Raketenwerfer hinten dran. Und ja, bevor ich jetzt einfach weiter über diese wirklich schön gemachte Anleitung philosophiere, gehen wir jetzt doch einfach mal gleich über zu der Packung. Die Verpackung haben wir hier. Wir haben einmal hier oben auch Powerglide als Artwork drauf. Das geht natürlich auch bis ganz unten hin zur Verpackung. Sehr schön gemacht. Hier unten den Namen Powerglide nochmal drauf, Autobot. Und hier Combi Action, das ist quasi die Combine-Version. Dann kann man ihn quasi zur Waffe bauen. Hier sieht man diesen Waffenmodus sehr schön. Er passt auf jeden Fall super zu den derzeitigen Deluxe-Class- bzw. Voyager-Figuren. Und auch hier steht ein kleiner Text, ein Akrobat der Lüfte, der sich gut mit Flugmanövern auskennt. Hier unten sieht man den Flugmodus und den Robotermodus. Ansonsten sehen wir hier unten noch die ganzen anderen Figuren. Ja, und unten drunter nichts groß. Ja, kommen wir jetzt zur Figur. Die Figur ist, wie gesagt, im Robotermodus geliefert. Er lässt sich schön posen, muss ich sagen. Was ich am Anfang nicht dachte, ist, dass er einen bewegbaren Kopf hat. Hat er aber. Hat was mit der Transformation natürlich nur zu tun. Kein Kugelgelenk, sondern nur ein Drehgelenk. Was ein bisschen kompliziert zum Verwandeln ist. Man braucht hier schon sehr viel Feinspitzengefühl. Trotzdem einfach nur awesome. Wir haben hier vorne das große Autobot-Symbol. Eine blau-silberne, wie so eine Art Gürtelschnalle auf jeden Fall. Schönes Detail. Die Füße sind auch sehr schön gestaltet. Was eins, was mir an diesen Füßen nicht ganz so gefällt, ist, dass sie hier hinten fast hohl sind. Das heißt wirklich hier nur so hier hinten hauchdünn. Hat aber was mit der Transformation zu tun. Hier hinten sehen wir die Raketenwerfer, die er im Arm hat. Das könnte man jetzt auch schön in den Robotermodus mit einpacken, indem man jetzt einfach sagt, yeah, ihr wollt mich, dann holt mich und ich hau euch vorher erstmal ein paar Raketen rein. Auf jeden Fall sehr schön. Wie ihr gerade schon gesehen habt, die Figur hat ein ganz normales Schultergelenk mit einem Kugelgelenk quasi inbegriffen, ein Ellbogengelenk. Der Arm lässt sich komplett nach oben winkeln und die Fäuste sind natürlich fest. Der Kopf lässt sich um 360 Grad drehen, komplett drehbar, um ihn zu verstauen, im Flugzeugmodus. Ansonsten, ja, das war es, was ich meinte mit Fingerspitzgefühl. Das Gesicht ist 1:1 akkurat mit der Generation 1 Version. Sehr schön. Die Flügel passen sich perfekt hier in die Seite bzw. Schulter. Die Füße, wie gesagt, sind auch echt gut designt. Gefällt mir. Bis auf das kleine Manko, wie gesagt, dass sie hier hinten so ein bisschen hohl sind. Ansonsten hat die Figur kein Hüftgelenk. Leider. Hat auch was mit der Transformation zu tun. Wir haben hier einmal ein Kugelgelenk unten in dem Oberschenkel. Ansonsten ein um 90 Grad angewinkelbares Kniegelenk, auch sehr schön, auch auf einem Kugelgelenk.
Ja, das war es soweit zur Beweglichkeit. Von hinten sieht die Figur so aus. Auch ziemlich schlecht. Wir sehen hier den Fliegermodus. Schlicht, aber schön. Ihr könnt hier dieses Cape leider nicht komplett hochklappen, was sehr schade ist. Deswegen muss es leider unten bleiben. Ansonsten zur Transformation. Wir verwandeln die Figur jetzt erstmal in den Fliegermodus. Dazu drehen wir hier einmal die Arme komplett nach oben. So. Jetzt, wenn die nach oben angewinkelt sind, drehen wir das komplett nach unten. Hier an der Seite ist ein kleiner Pack und hier ist ein kleiner Schlitz. Da werden die Arme quasi, ja, ein bisschen ranzoomen, miteinander verbunden. Ich versuche mal ein bisschen Licht zu machen, wenn es ein bisschen besser geht. So. In diesem Pack, wie gesagt, werden die Arme einmal hineingesteckt. So. Das gleiche hier. Einmal hier befestigen. So, dass die Figur quasi so steht. Jetzt lösen wir einmal hier die Flügel von den Schultern. Drehen den Kopf einmal komplett herum, dass er quasi hier drin verstaut wird. Nicht zu weit drehen. So. Jetzt abschließend wird dieses Teil nach oben geklappt, um es einfach zu ermöglichen, den Kopf zu lösen. Das heißt, wir lösen jetzt einfach das Rückenteil komplett ab, drehen es nach vorne, drehen diese Rückenwand nach unten, verbinden, nachdem wir hier die Seitenruder zur Seite gedreht haben und die Füße natürlich auch eingeklappt haben, diese komplette Fußsektion miteinander, drücken das jetzt hier rein. So. Drehen jetzt die Flügel nach unten, drücken die hier in diesen Stift mit diesem Loch quasi zusammen. Und schon haben wir Powerglide im Flugzeugmodus. Sehr schön, sehr schlicht. Sehr schade, dass man hier natürlich seine Hände sieht, aber ich denke mal, darüber kann man hinwegschauen. Schön wäre es gewesen, hätte er hier ein drehbares Gelenk drin gehabt, um quasi die Hände nach unten zu drehen, dass diese Seite oben wäre oder zumindest in der Seite. Aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Ansonsten sehen wir hinten schöne Details für den Triebwerken bei allen drei. Sehr schön. Einzige Manko bei dieser Figur ist, dass diese Seitenruder hier sehr empfindlich sind. Wir haben hier innen drinne wie so eine Art Scharnier. Ihr seht es selbst, drei Stufen einstellbar. Nachteil von diesem Ganzen ist, dass hier unten natürlich sehr viele Stressmarks entstehen. Wir sehen es gerade hier. Die Stressmarks sind hier komplett über das ganze Seitenteil gedreht. Und im schlimmsten Fall bricht es euch ab. Deswegen da solltet ihr schon extrem vorsichtig sein. Ansonsten kommen wir jetzt einfach mal zum Waffenmodus. Der Waffenmodus, der wird aus dem Fliegermodus heraus gebaut. Ist ziemlich schlicht. Ihr dreht einfach hier die Seitenteile nach unten. Dann dreht ihr hier dieses Rückenmodul einmal nach oben. Dreht die Flügel nach außen, drückt sie hier dran, als wenn ihr den Robotermodus bilden wollt. Holt jetzt hier unten aus dem Flugzeug das Landegestell raus. Am besten löst ihr dafür den Kopf nochmal, holt es heraus, klappt ihn wieder nach unten. So, dreht das Visier nach oben, winkelt die Arme richtig an und schon habt ihr den Waffenmodus. Schlicht, aber schön, gefällt mir. Bisschen overpowered, finde ich, was die Bewaffnung angeht, für eine einzige Waffe. Ansonsten könnt ihr ihm dann natürlich auch noch in die Hand geben. Ich mache das jetzt einfach mal bei Silverbolt, der Voyager-Figur, die Superion bildet. So, natürlich ist es hier genau wie bei Bombshell. Die Figur wird sehr frontlastig, aber dafür mit den Waffen auch extrem gut gelungen. Und ich weiß nicht wieso. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber irgendwie sehe ich ein Gesicht in der Waffe immer wieder. Hier oben die Augen, hier die Nase und hier der Mund. Und hier vielleicht irgendwelche Fühler, die nach außen gehen. Ich weiß nicht wieso. Ich sehe es immer wieder, aber okay. Das ist natürlich vielleicht auch Einbildung. Ansonsten sehr schön gestaltet. Ihr habt hier oben das Visier natürlich drauf, das blaue.
Und das könnt ihr natürlich dementsprechend, wenn ihr die Hand nach oben dreht, natürlich auch in Richtung des Kopfes drehen, um hier die Waffe natürlich dementsprechend auch anzuwinkeln. So. Sehr schön auf jeden Fall und für mich auch eine Anschaffung wert. Ich kann das jedem empfehlen. Wenn ihr diese Figur im Laden seht, holt sie euch. Die Figur wird um die 12 Euro kosten und ist auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Es lohnt sich, 10 Punkte von der Verwandlung, 10 Punkte für die Figur. Und vom Farbdesign, weil es wirklich akkurat dem Original ähnelt, auf volle 10 von 10 Punkten. Preis-leistungstechnisch ist der Preis okay. War damals schon bei der Scout-Class-Größe der Movie-Toyline schon so. Und ja, schnappt zu, wenn ihr sie bekommt. Es ist jedenfalls eine Bereicherung für den Superior Combiner bzw. die normalen Flieger zum Verwandeln. Eine schöne Idee, um hier das Target-Master-Prinzip wieder hervorzuholen. Und ja, das war's auch schon soweit. Ich hoffe, das Review hat euch ein wenig gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich hoffe es zumindest. Ihr könnt mir ein Abo dalassen. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rex4.